alle Tassen im Schrank. Was? So eine Eisente läuft rückwärts auf die Straßenbahn, auf die Fahrbahn. Das hat sie doch mit Absicht gemacht. Schweine. Ach, Frau Friesela. Die Wände kommen auch noch dran bei der nächsten Lohntüte. Was haben Sie denn? Ich glaube, ich habe die letzte Ölung nötig. Ich war bei Jimmy. Ich hab's nicht mehr ausgehalten ohne Jimmy. Da bin ich aus dem Werkhof weg. Pft. Wie ich dann zu Jimmy komme mit der Sandare in seinem Bett. So lang. Und Kohlraben schwarz. Jimmy, du Ass. Die spinnt doch. Nee, ich hab sie schon mal gesehen. Wenn ich bloß wüsste, wo und wann. Nur auf dem Bildschirm, Kollege. Hey! Ist wohl echt? Was soll hier nicht echt sein? Mein Film ist doch gar nicht echt. In den ersten Tagen wird alles drunter und drüber gehen. Oder hast du schon mal mit Schuhen zu tun gehabt? Nein. Hast du denn Lust, hier zu arbeiten? Ich will arbeiten. Mich haben sie hierher geschickt. Nächstes Meer. Mm-mm. Und kleiner Liebesdienst. Du hältst nicht still. Wie du mich schon kennst. Atze! Hat der eine hässliche Stimme, hä? Wie der brüllt. Ist doch nicht beim Zahnarzt. Wie soll man das denn aushalten? Du sitzt hier in deiner Bude und spielst Abziehbild vom lieben Gott. Es ist so gemein, sich hinzusetzen und den anderen alle Schuld hinzuschieben. Herrje, Sabine wird sich bei Ihnen entschuldigen. Ist ja doch nur so rausgerutscht. Ich mich entschuldigen? Die müsste sich bei mir entschuldigen. Das kann man doch nicht diskutieren. Es ist doch was Furchtbares passiert, oder? Ach, du meinst, wir wissen das nicht. Wir spüren das auch. Aber vielleicht haben wir mehr um die Ohren als du. Ja, der eigene Kram ist immer am wichtigsten. Pass auf. Ich rede, wann ich will. Ich rede nicht, wenn ich nicht will. Ich rede nicht mehr, wenn du mir das Wort erteilst. Dazu hast du ja Mutter.